Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder zurück zu Nicetech. Ich bin es mal wieder, Emu. Und heute gibt es das Review zu den Tekin SB50 Smart RGB Glühbirnen. Aber alles weitere wie immer hier gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Zu Anfang ist nochmal wichtig zu sagen, dass uns diese Glühbirnen von Tekin selber zugeschickt wurden. Danke an der Stelle auch nochmal dafür. Wir dürfen diese auch nach dem Review behalten, jedoch ist es egal, wie unsere Meinung zu diesen Teilen ausfällt. Also, wir sind vollkommen frei in unserer Meinung und das werden wir auch sein. Zunächst sei erst einmal gesagt, dass es sich vorwiegend natürlich um Glühbirnen handelt. Glühbirnen mit einer RGB-Funktion und einem WLAN-Chip drin, um diese über das Smartphone oder über einen digitalen Assistenten ansteuern zu können. Wir haben hier einen Doppelpack dieser Steckdosen zugesandt bekommen, also zwei komplett identische Glühbirnen. Im Review seht ihr jetzt immer nur eine. Von außen betrachtet sind diese auch wunderbar verarbeitet. Sie sind nicht klobig und passen in jede Lampe mit einer E27-Fassung rein. Wunderbar. Das Installieren wird auch sehr schön ausführlich in der beiliegenden Kurzanleitung erklärt. Kurz gesagt, man schraubt die Glühbirne in die gewünschte Lampe ein, schaltet diese dann an und wartet auf ein permanentes Blinken der Lampe. Dann nimmt man sein Handy zur Hand, öffnet die bereits installierte Smart Life App, sucht die Glühbirne und kann diese nach erfolgreichem Verbinden über diese App steuern und auch noch benennen. Das heißt, Helligkeit regeln, Farbe ändern und auch verschiedene vorgegebene Effekte abrufen. In der dazugehörigen Smart Life App, die wir bereits schon in unserem Steckdosen-Review gezeigt haben, lässt sich die Glühbirne komplett steuern. Man kann diese dann an- und ausschalten, was wirklich sehr zügig und zuverlässig funktioniert. Dann gibt es verschiedene Modi. Es gibt einmal einen Standard-Weißlicht-Modus, in dem man auch noch die Helligkeit regeln kann. Somit besteht auch die Möglichkeit, die Helligkeit einer 60-Watt-Glühbirne in einer 7,5-Watt-LED-Lampe zu nutzen. Als nächstes gibt es den Color Mode. In diesem Modus gibt es die Möglichkeit, eine von über 16 Millionen Farben auswählen zu können. Außerdem gibt es auch hier die Helligkeitseinstellung der Farbe und die Sättigungseinstellung. Mit dieser Einstellung kann eingestellt werden, wie warm oder kalt das Licht leuchten soll. Dann gibt es noch den Scene Mode. Hier können voreingestellte Szenen zu verschiedenen Themen ausgewählt werden. So gibt es hier beispielsweise einen Nachtmodus, in dem die LED-Glühbirne ein angenehm grünes Licht ausstrahlt. Dann gibt es einen Lese-, Meeting- und Freizeitmodus. Auch gibt es einen Farbübergangsmodus, in dem alle Farben mit einem weichen Übergang ablaufen. Hier gibt es auch noch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit dieser Übergänge einzustellen. Und zu guter Letzt gibt es noch die Timer-Funktion. So kann man beispielsweise an verschiedenen Tagen zu einer bestimmten Zeit die Glühbirne ein- oder ausschalten lassen und dies passiert komplett automatisch. All diese Sachen gehen in der sehr schön bereits angesprochenen App, aber die Glühbirne kann natürlich auch mit Alexa oder dem Google Assistant gesteuert werden. Einfach den Namen der Glühbirne sagen und dann sagen, was damit passieren soll. So kann man sie an- und ausschalten oder auch mit dem Sprachbefehl die Helligkeit oder auch die Farbe ändern. Das funktioniert auch komplett problemlos und sehr zügig. Sobald man jedoch kein WLAN mehr hat, lässt sich nichts mehr steuern und sie geht nur noch aus, wenn man die Stromzufuhr kappt, also den Lampenschalter ausmacht. Also immer darauf achten, dass man ausreichend Kapazität im Router hat und vielleicht auch gegebenenfalls einen zweiten Router anschaffen, falls man viele dieser Glühbirnen hat und vielleicht noch andere smarte Steckdosen oder LED-Stripes, die auch smart funktionieren. Denn dann kann es schon mal hin und wieder passieren, dass ein normaler Router einige Geräte aus dem Netzwerk wirft. Passiert aber auch nur wirklich sehr selten, aber es kann halt passieren. Auch ist eine Einbindung in IFTTT möglich. Was das genau ist, haben wir schon in einem anderen Video erklärt, das findet ihr oben in der Infokarte. Was gibt es noch Wichtiges zu dieser Glühbirne zu sagen? Ach ja, sie ist im Vergleich zu normalen Glühbirnen natürlich deutlich stromsparender. Auch soll dank der LED-Technologie diese Glühbirne eine Lebensdauer von 27 Jahren haben. Vielleicht ist für den einen oder anderen noch dieser Hinweis von Vorteil, wenn man die bereits angeschaltete Glühbirne manuell über einen Schalter am Lampenschirm selber oder so ausschaltet, so ist dies kein Problem für die Glühbirne, denn die Glühbirne wird, wenn sie wieder Strom bekommt, so weiter leuchten, wie sie vorher eingestellt war. Somit ist das Steuern der Glühbirne über einen normalen Schalter auch gar kein Problem. Und ist es jetzt eine ernstzunehmende Alternative zu Philips Hue? Wir würden sagen, ja.
denn man bekommt hier zwei Glühbirnen zum Preis von einer Philips Hue Birne. Außerdem ist es bei den Philips Hue Geschichten nicht mit einer Birne getan, denn für diese Geräte ist ein extra Hub erforderlich, der auch nochmal 50 Euro kostet. Diese Glühbirnen von Teken hingegen benötigen nur einen WLAN-Zugang und schon kann es losgehen. Auch anders als bei billigeren Glühbirnen, die aus China stammen, ist hier die Serveranbindung wirklich phänomenal, denn alles geht hier sehr schnell und nur mit wenig Verzögerung. Zusammenfassend kann man also nichts anderes sagen als kaufen. Wer so etwas braucht und schon immer gesucht hat und Philips Hue zu teuer ist, der sollte hier wirklich zugreifen. Super Verarbeitung, tolle Funktionen mit Alexa, Google Home Assistant, IFTTT und der App. Und so bekommt man eine vollwertige LED-RGB-Glühbirne für einen wirklich fairen Preis und sogar auch zwei. Teken hat hier wirklich alles richtig gemacht. Toll. Wenn wir uns jetzt noch etwas von Teken wünschen könnten, dann ist es das, dass sie vielleicht noch Glühbirnen für andere Fassungen rausbringen, um so jede Lampe abzudecken. Aber das ist natürlich auch nicht zwingend erforderlich, da vermutlich jeder mindestens eine E27 Lampe zu Hause hat. Wenn ihr dieses Produkt kaufen wollt, findet ihr das unten in der Videobeschreibung über unseren Amazon-Link. Das ist ein Partnerlink, bedeutet, wenn ihr darüber einkauft, bekommen wir einen kleinen Prozentteil eures Kaufs. Dadurch wird das Produkt aber keinesfalls teurer. Ihr müsst es natürlich nicht darüber kaufen, würde uns aber freuen, denn das unterstützt natürlich auch unseren Kanal. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Review zu den Teken SB50 Smart RGB Glühbirnen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Danke nochmal an Teken für die Bereitstellung dieser Produkte. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also macht es gut, bis dann. Ciao.